Hallo und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum, Freunde. Beim letzten Mal haben wir diese nette Reporterin gerettet, die sich hier in Gefahr begeben hat, dadurch, dass sie überhaupt aufgetaucht ist. Und ja, diesmal werden wir uns erstmal an der Karte orientieren, weil ich war jetzt ein paar Tägchen weg und weiß gar nicht mehr genau, was wir das letzte Mal jetzt gemacht hatten. Hier ist auf jeden Fall noch ein Gute Neuigkeiten, Mann. Heilmittel, das abgeworfen wurde. Und hier hinten ist unser Hauptzielpunkt, das Stahlwerk. Und hier ist auch noch was wir suchen müssen. Bin ich mir gar nicht sicher. Sieht aber irgendwie aus wie so ein... Ich habe es geschafft, Noras Spur bis in diesen Bereich zurückzuverfolgen. Bitte finde sie für mich, Batman. Okay, das ist die ungefähre Position von Nora. Ah, okay. Ich würde sagen, dann holen wir uns erstmal das Heilmittel gerade ab. Gute Neuigkeiten. Ja, gute Neuigkeiten, Sir. Gute Neuigkeiten auch für euch. Es dauert nicht mehr allzu lange, bis GTA bei mir startet. GTA 5, Freunde. Ich raste aus, wenn das Spiel kommt. Das wird mein erstes Konsolen-Let's Play. Da ich mittlerweile einen Elgato besitze und so. Und ja, und ich hab ja gesagt, ich werde mir eins raussuchen, mit dem ich gut starten kann. Und mit GTA, Leute, wirklich ohne Witz, wenn es einen gibt, der außer Batman, wenn es noch irgendwas gibt, was ich noch mehr liebe vielleicht als das, dann ist es GTA. Und ich freue mich auf GTA 5 wie einfach, wirklich wie ein Frettchen. Ich komme da gar nicht drauf klar. Und ich freue mich richtig drauf. Und das wird unser erstes Let's Play mit der Konsole. Und das startet bald. Nächste Woche ist es schon soweit. Und was wollte ich noch sagen? Und bald kommt ja auch Batman Origins, Freunde. Das Jahr wird noch so geil. Ja, so. Jetzt bin ich wieder genug euphorisiert. Aber was ich noch sagen wollte, GTA! Batman! Ja, so, das war's. Ah, okay, damit habe ich jetzt das Ding aufgemacht. Manchmal sind die Rätsel echt für doofe, wa? Manche sind relativ knifflig, wo du dann denkst, boah, wie komme ich jetzt da drauf? Aber manche sind, ne? Eher so für so eine halbe Gehirnzelle, so. Alter! Hat der andere mich jetzt auch gesehen? Zack! Erstmal ihn hier verhören. Was muss ich dir brechen, damit du mir die Wahrheit über Riddler erzählst? Du musst ein Telefon. Nichts tun. Ich werde reden. Das höre ich gern. Okay, neue Informationen, aber ich höre auch schon wieder ein Telefon. Wo ist das? Da unten. Na komm, geh ran. Jawohl. Klingelingeling, finde mein Telefon, Batman. Okay, wir stellen uns auf jeden Fall wieder darauf ein, bald das Telefon finden zu können. Das wird wohl das letzte Mal sein, dass wir nach diesem Telefon suchen, Freunde, weil wir dürfen ihn jetzt bald haben. Wir haben ihn schon fast geortet. Alter, wie die jetzt einfach alle mit Waffen hier rumlaufen. So langsam ist aber reicht aber mal, oder? Oh, 42 Sekunden, Leute. Alter, das ist aber knapp bemessen. Okay. 82 Meter. Alter. Das wird eine knappe Geschichte, ich sag's dir. Okay, und jetzt Downflug. Direkt neben der Frau Vale. Oh, da ist es. Kannst du dir vorstellen, wie überrascht er war, als ich ihm das Messer wegnahm? Ich tat es instinktiv. Es war wundervoll. Es dauerte nicht lange. Ich schlitzte ihm die Kehle auf und schenkte ihm Erlösung. Es ging sehr schnell, aber ich verspürte eine freudige Erregung. Blut spritzte mir ins Gesicht und ich sah, wie das letzte bisschen Lebenskraft aus seinen Augen verschwand. Doch dann war es vorbei. Ich war verwirrt. Es schien, als sei es bedeutungslos gewesen, als ob niemand mein Opfer zu schätzen wüsste. Aber dann passierte es.
Ohne zu realisieren, was ich tat, rammte ich mir das Messer in den Arm und schnitt tief hinein. Es war großartig. Ich fühlte, wie mein Körper sich in etwas Höheres verwandelte. Er war zum Tempel meiner Arbeit geworden. Okay, was für ein kranker Penner, Freund. Aber wir haben jetzt sein Versteck gefunden. Also hier hinten soll er sich befinden. Und wir werden das Versteck sofort aufholen. Versteck von Zess. Wir haben eine neue Markierung. Ich wollte jetzt eigentlich das Heilmittel holen. Das mache ich aber immer noch. Die Frau Vale lassen wir wieder alleine. Ich hoffe ja mal, dass das Spiel noch eine Weile geht. Ich bin ja eigentlich traurig, wenn es relativ schnell endet. Aber es wird schon noch gehen. Vielleicht erinnere ich mich auch gerade nur ein bisschen falsch. Und das geht eigentlich noch vor lange oder so. Bin mir noch nicht mehr sicher. Alter. Okay. Ich bin dran vorbeigeflogen und ist direkt Hadigadi Osterparty gewesen. So, ich wollte immer noch das Heilmittel besorgen. Danach gehen wir uns Zess holen. Die Sau. Ja. Müssen ja auch mal gucken, dass wir den irgendwie dingfest machen können. Warte mal, da unten ist noch ein Fragezeichen. Ich werde hier ständig abgelenkt, ne? Aber so ist das hier halt. Und deswegen wird das Let's Play auch wahrscheinlich nicht so schnell vorbei sein, weil ich einfach überall nachgucken gehe. So, was haben wir denn hier? Jetzt ist die Frage. Moment. Kann das sein, dass man das nur mit dem Ding machen kann? Nö. Moment. Das müssen alle drei gleichzeitig sein. Moment. Okay. Ich hab's, glaube ich, gerafft. Müsste eigentlich gehen, wenn ich jetzt hier überall was drauf sprühe. Vielleicht ist jetzt auch die richtige, die falsche Reihenfolge. Aber ich hoffe, das passt so. Na? Und zack. Wenn wir das zünden, dann dürfte das ja eigentlich alles gleichzeitig hochgehen und das Ding freigeben, oder? Yes! Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Oh ja, damit hätte Batman vor dieser Nacht wahrscheinlich oder diesen... Ja doch, das soll ja alles eine Nacht sein. Bei dem neuen bin ich mir allerdings nicht sicher, ob da Zeitsprünge dabei sein werden. Bei dem neuen Arkham Origins. Weil das ist ja auch eine größere Stadt und so. Und das spielt ja, glaube ich, alles an Weihnachten, soviel ich weiß. Deswegen, ich weiß es nicht genau. Inwieweit das wo spielt. Wo geht das denn hin? Und ich dachte, in Blackgate sei es übel. Hier ist es noch viel schlimmer. Okay. Hier sind drei Stück. Ist das wieder gleichzeitig oder ist das wieder nacheinander? Okay, man hat 4 Sekunden Zeit. Okay, das heißt, ich könnte eigentlich genau den gleichen Trick wie gerade verwenden. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also bei dem geht's schon mal nicht. Aber da unten vielleicht? Oder wo ist das dritte Fragezeichen? Da vorne. Da dürfte es gehen, glaube ich. Ja, da geht es. Perfekt. Da haben wir eh noch 4 Sekunden Zeit und könnten dann das in der Mitte ausschalten. Das machen wir dann mit dem Batarang im Schnellen. So, jetzt stellen wir uns hier drauf. Und zünden die ganze Scheiße. Hä? Okay, warum hat das eine nicht gezündet? Kriegt man vielleicht beide gar nicht drauf gleichzeitig? Aber die stehen doch so perfekt. Ich probiere es noch einmal, Leute, bevor wir dann das Heilmittel holen gehen. Ich weiß. Ich lasse mich so gern ablenken. Aber das gehört hier auch mit so einem Spiel. Mann! Ja, auf jeden Fall GTA kommt die Tage raus. Und Leute, ey, wirklich. Es gibt kaum echt ein Spiel, was mich so reizt wie das Spiel. Das ist so. Deswegen freue ich mich so ungemein auf dieses Spiel. So, jetzt können wir doch eigentlich beide. Warm und gemütlich in seinem Turm.
Das dürfte doch gereicht haben. Oder muss das nacheinander sein? Ich habe noch 4 Minuten Zeit. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Okay, müssen wir nochmal wann anders probieren. Mich jetzt auch nicht ewig aufhalten. Da vorne soll das Heilmittel sein. Versuch nicht abzuhauen, du kannst was tun. Bitte, ich hab gemacht, was du wolltest. Ich hab's versucht. Hier ist das Heilmittel. Ah, Heilmittel nehmen. Dann musst du dich wohl etwas mehr anstrengen, oder? Wie wär's, wenn ich dir ein paar Knochen breche, nur damit du weißt, wie es sich anfühlt, wenn du versagst? Nein, ich mach's. Du musst mir nicht nochmal wehtun. Lol. Lol. War das womöglich gar nicht. Ach du Scheiße. Noch Tee, Batman? Wo bin ich? Was ist hier los? What the fuck? Was für eine Frage. Soll ich es ihm sagen? Oh, ich glaube ja. Er sieht so verwirrt aus. Nun, es ist ganz einfach. Ich habe eine kleine fixe Idee in deinem Kopf platziert. Eine Art hypnotische Suggestion. Sehr kompliziertes Zeug. Du würdest es sicher nicht verstehen, aber Inception. Wie du siehst, es hat funktioniert. Du gehörst mir und Strange kann nichts dagegen tun. Willst du deinen Tee etwa nicht trinken? Ist besonderer Tee, mein besonderer Tee, meine Spezialität. Fahr zur Hölle, Jarvis. Um es kurz zu machen, ich habe dich das sehen lassen, was du am meisten willst. Was war's? Sag's mir! Wie vorhersehbar. Genau wie Alice. Nie tut ihr, was ich will, ohne dass ich gleich lächerlich hohe Mengen psychoaktiver Mittel einsetzen muss. Nun, wenn das unbedingt nötig ist, ist es wohl gut, dass du sie bereits genommen hast. Jetzt fehlt uns nur noch der letzte Schliff. Ein spezieller Hut nur für Du bist jetzt mein Soldat, Batman. Du wirst alles tun, was ich sage. Alter, was zur Hölle? Du wirst alles tun, was ich will. Alter, was? Nein. Das ist nicht richtig. Das kannst Alter. Du nicht machen. Okay. Alter, wie geil ist das? Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern, ey. So awesome einfach nur. So ein Psycho-Spiel mit Mad Hatter. Den man, finde ich, als Antagonisten bei Batman so ein bisschen unterschätzt eigentlich. Der wird mir fast zu selten als gefährlich eingestuft. Oh, und es hagelt hier für die Gegner von unserem Psycho-Mega-seltsamen Batman totale Dresche für die Karnickel. Wie der aussieht einfach nur. Guckt euch das mal an, ey. Wie so ein Krüppel. Leicht dystopisch. Und er meinte eben, er hat einen Gedanken, einen fixen Gedanken in uns eingesetzt. Eine Suggestion quasi. Lol, das war ein Dreifach ausschalten. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Also zweifach wusste ich. Hier läuft die Zeit davon. Alter, was für eine Zeit? Okay, ich weiß gar nicht genau, was ich machen muss. Stell mir vor, du fällst. Okay. Super psychomäßig, also es hat schon ein bisschen was von Inception in so eine Traumwelt, wobei das natürlich hier ein bisschen mehr ja, unrealistischer ist, muss man sagen. Bei Inception sah es ja alles sehr realistisch aus und hier in dem Fall wirkt das ja sehr, sehr fantasymäßig. Aber so ist das im Traum, ne? Im Traum weiß man nicht, was Wirklichkeit ist. Manchmal. Wie ist das bei euch? Träumt ihr viel? Wenn ihr was träumt, seid ihr welche, die das kontrollieren Stell können? Stell dir vor, du bist weit. Oh, da gibt's auch die Glocke für den Mad Hatter. Boden ausschalten. Oh, Mad Hatter. Das hättest du nicht machen dürfen. Der Psycho-Batman macht jetzt alle.
Alter, stoppe die Uhr, ist ein Erfolg. Konzeptzeichnung, Charakter und sowas. Alles für den freigeschaltet. Alter, guck dir das mal an. Der hat uns hier festgehalten. Hier liegt er auf dem Boden. Ja, bewusstlos. Also man sieht, er bewegt sich noch. Bei Batman ist es ganz wichtig, dass die Leute sich noch bewegen, weil das ja so ein bisschen sein Tonus ist. Er tötet ja keinen. Und das ist wichtig, dass das gezeigt wird halt auch, ne? Tja. Interesting. Interesting auf jeden Fall. Gibt's hier was zu scannen? Objekt zu klein, steht da. Mensch. Ah, Moment, ich weiß, was ich scannen muss. Bestimmt ist es Alice. Alice in Wonderland. Ich wundere mich, wie man einen Termin mit diesem Mordisten bekommen kann. Zwei, der verrückte Hutmacher, 2 von 2. Haben wir jetzt beide Parts oder nur einen? Einen hatten wir, 1 von 2. Okay, das hatten wir schon mal gelesen. Tetch verbrachte Monate, genau. Damit Hugo Strains Pläne funktionieren konnten, musste es ihm irgendwie gelingen, Quincy Sharp zu kontrollieren. Nachdem er monatelang mit Tetch zusammengearbeitet hatte, gelang es ihm, eine neue und verbesserte psychoaktive Substanz herzustellen. Jeder, der sie aufnahm, wurde gefügiger und anfälliger für Suggestionen. Am nächsten Tag lud Strange Sharp auf eine Tasse Tee ins Verwaltungsgebäude ein. Ja gut, was dabei passiert, ist ja dann wohl klar. Ja, das ist mächtig. Also wenn du den Verstand beherrschen kannst, das ist schon eine mächtige Sache. Und der Hedge ist ja nicht doof, ne? Also der ist verrückt, aber doof ist er nicht, ne? Und hat dann quasi ja alles manipulieren können. Auch den lieben Herrn Sharp, wo man sich ja gewundert hat, warum der das Ganze überhaupt, ne, überhaupt zugelassen hat. Aber jetzt wissen wir es ja. Also ich finde gut, dass man so ein bisschen Hintergrundwissen dafür bekommt. Freeze-Mine mit Annäherungszünder. Was heißt das denn? Batman kann seine Freeze-Medium-Annäherungszünder einsetzen, die automatisch zündet, wenn ein Gegner in die Nähe kommt und ihn dabei einfriert. Verbesserung ist kompatibel mit der Freeze-Schuss und der Freeze, den Freeze-Granaten. Okay. Ich weiß es nicht. Batclaw entwaffnen. Hier noch was. Verstärkter Gleitangriff. Komm, nehmen wir jetzt einfach mal den. Gibt es da noch irgendwas anderes dann? Muss man dann später... Nee, irgendwie nicht. Ist auch nicht schlimm. Wir verschwinden mal hier. Aber das fand ich, also sowas zum Beispiel, solche Missionen, muss ganz ehrlich sagen, da hoffe ich persönlich, dass die das in Origins, dass es sowas auch wieder gibt. Ist einfach sehr kreativ. Hilfe! Halt, bitte! Irgendjemand, hilf mir! So, da vorne ist ein politischer Gefangener, dem wir helfen müssen. Kreisleiter Sharp dachte, er hätte Arkham fest im Griff und jetzt ist dieser Idiot Bürgermeister. Hab den Penner noch nie gemocht. Alter. Lass mal den Typen in Ruhe da. So, kann der uns irgendwas erzählen? Ich dachte, dass er mich umlegen würde. Danke. Ja, kann man mit dir noch irgendwas machen? Kann man mit dir noch reden? Irgendwie nicht, ne? Nee. Hier gibt's auch sonst nichts mehr zu tun. Wir können jetzt noch, was wir auf jeden Fall machen werden, ist erstens Freeze vorfinden und zweitens uns Zazz annehmen, damit der mal sein Ende findet, der Typ. Den Method haben wir ja gerade eh nebenbei mal besiegt mit den ganzen Kanickeln. Aber da hoffe ich, wie gesagt, dass es in Origins auch sowas gibt. So kreative Missionen. Finde ich ziemlich geil. Also die großen, nächsten großen Projekte werden definitiv GTA 5, das wird das größte Projekt auf meinem Kanal bis jetzt werden, würde ich sagen. Weil da wird sowohl der Singleplayer als auch der Multiplayer gespielt. Ich werde es auch auf der Xbox spielen. Ich habe zwar auch eine PS3, werde es aber wahrscheinlich auf der Xbox spielen, so wie es aussieht. Wobei, könnte auch noch sein, dass ich auf die PS3 umsteige. Ich weiß es noch nicht ganz genau. So, neues Deadshot-Opfer lokalisiert. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Der Bat-Computer hat einen weiteren Schuss aus der Waffe von Deadshot geortet. Man hat es gehört, Leute. Und da müssen wir als Detektiv natürlich direkt zur Tat schreiten. Man kommt hier zu nix. Man ist immer unterwegs, Leute. Was ist das denn da? Huch. Moment. Ah, Moment. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Man muss das Ding da... Okay, man muss das Ding da um die Ecke kriegen, das ist ganz klar. Okay, und es ist nicht einfach. Ich gerade merke. Ich setze keinen Fuß in die Nähe dieser Schlampen. Irgendwie komme ich gerade mit der Steuerung von dem Ding wieder nicht klar. Ich glaube, ich vergesse immer, dass die umgekehrt ist. Alter, da war es doch schon fast. Ah, ja, ja. Perfekt. Das dürfte gereicht haben. Zack, haben wir die auch schon. Wir kriegen immer mehr.
Das Monarch-Kino. Wieder ein Wurf freigeschaltet. Da hinten ist der Schuss abgefeuert worden. Das werden wir, da werden wir natürlich nachgehen. Deadshot hat ja auch eine große Rolle in Dingens. In dem neuen Teil. Origins.